Okay, wir haben den dritten Okage freigeschaltet und es gibt wieder Geheimschriften. Dann sammeln wir die nochmal direkt ein. Dann kriegen wir endlich die 10.000 Schritte. Wie lange dauert denn das? Jetzt der letzte Kampf der Konoha Destroy Arc. Der brennende Wille des Feuers. Der Hokage der dritten Generation opferte sein eigenes Leben, um Orochimaru zu vertreiben, und es gelang ihm, die Zerstörung von Konoha ein Ende zu setzen. Der Zerstörung von Konoha ein Ende zu setzen. Im Konoha-Wald trat der Kampf zwischen Naruto und Gaara in seine letzte Phase ein. Ja, jetzt geht's ab gegen Shukaku. Gaara hat immer allein gelebt und allein gekämpft, genau wie ich. So weiß ich, wie schwer es für ihn ist. Aber jetzt kenne ich Menschen, die mir wichtig sind. Sensei Iruka und Sakura und Sensei Kakashi. Also, darf ich jetzt nicht verlieren. Egal wie schwer es auch sein mag, ich darf nicht verlieren. Ich schwöre, dass ich alle beschützen werde. Großansicht. Die Katze haben sie echt schön gemacht. Dieses dumpfe Geräusch, wenn man nicht weggeht, das geht mir voll auf den Sack, wenn ihr das vielleicht hört. Dass ich mir was beschreibt. Ah!
Ich frage mich noch, warum das im japanischen Gamma-Dosugan oder Gamma-Dosudan, aber im deutschen Gamma-Dosugiri heißt. Das war in den alten Ninja-Teilen auch schon so. Jetzt gibt's ein bisschen Kyuubi-Power! Also den Kampf haben sie richtig gut hinbekommen, muss ich echt sagen. Und das Geräusch ist immer noch da. Das hält jetzt auch die ganze Cutscene durch. Das Geräusch jetzt mal weg, bitte.
Bitte? Es tut das an den Ohren, wie ehrlich. Das war quasi das Ende von Akt 1. Und bitte geh jetzt weg, Geräusch, du gehst nicht erstmal in den Sack. Es geht nicht weg. Okay. Wir müssen einmal ins Hauptmenü. Wir müssen das Spiel neu starten. Okay. Dann pausiere ich hier die Aufnahme. Das Geräusch geht mir ganz auf den Sack und ich habe jetzt keine Lust darauf. Also, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder beim Tsunade-Suche-Arc. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, ciao Leute und bis zum nächsten Video.